über die Lage der größten deutschen Airline spreche ich jetzt mit Jörg Handwerk. Er ist der Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit und uns aus Frankfurt zugeschaltet. Was uns gestern noch wichtig schien, rückt jetzt völlig in den Hintergrund. So lautete einer der vielen Lufthansa Tweets am Tag des Unglücks. Was hat die Katastrophe für Sie verändert? Die Katastrophe war ein sehr großer Schock für uns als Piloten natürlich. Wir leiden ja immer mit bei Flugunfällen, aber in diesem Fall war es uns natürlich noch näher als sonst und ja wir stehen jetzt in gewisser Weise auch äh, wieder mal unter sehr großem Handlungsdruck in der Branche Ein gewisser Generalverdacht ist hier zu spüren gegenüber den Crews man sieht uns heute mit anderen Augen als gestern es wurde ja auch bereits verhandelt so haben jetzt viele deutsche und auch internationale Airlines die zwei Personenregel im Cockpit eingeführt also es muss immer mindestens zwei Leute im Cockpit sein wie sinnvoll ist diese Regel Ihrer Meinung nach? Wir haben es zunächst einmal begrüßt, dass die Airlines hier schnell eine Maßnahme ergriffen haben, weil es natürlich auch um gefühlte Sicherheit der Passagiere geht. Das Vertrauensverhältnis ist ja im Augenblick ein bisschen schwierig. Allerdings muss man auch sagen, wir sind uns schon durchaus bewusst, dass dieses System doch auch seine Grenzen hat. Also, eine Stewardess im Cockpit kann nur sehr begrenzt etwas tun. Sie weiß gar nicht, was wir da vorne im Cockpit machen. Sie hat keine Ausbildung dafür und sie kann auch nur vielleicht die Tür aufmachen, aber sie kann sicherlich nicht verhindern, wenn dort ein Pilot das Flugzeug zum Absturz bringen will, dass das geschieht. Mhm. Viel diskutiert wird ja jetzt auch über die Schweigepflicht der Ärzte. Sollte sie im Falle eines Falles nicht berechtigt sein, den Arbeitgeber zum Beispiel eben über Suizidgefährdung zu informieren? Das ist natürlich jetzt äh, keine einfache Frage. Es gibt ja heute schon Ausnahmen von der Schweigepflicht. In dem Moment, wo äh, klar wird, dass hier Gefährdung für andere besteht, da stößt auch die Schweigepflicht an ihre Grenzen. Also wir haben dazu schon Regelungen. Wenn man allerdings nun fordert, die Schweigepflicht quasi ganz aufzuheben für Piloten, dann sehen wir das als kontraproduktiv an. Denn es wird dazu führen, dass die Menschen, die sich heute noch vertrauensvoll an ihren Arzt wenden, in Zukunft, wenn sie befürchten müssen, dass es Nachteile für ihren Beruf hat, sich gar nicht mehr an den Arzt wenden und wer, so werden sich die Dinge nicht verbessern, sondern sie werden sich verschlechtern. Blicken wir noch mal ganz konkret auf die Lufthansa. Welche Folgen wird diese Katastrophe jetzt für Deutschlands größte Airline haben? Was glauben Sie? Das ist schwer vorherzusehen, welche Folgen das haben wird. Man darf nicht vergessen, natürlich bei allem, das ist furchtbar, was geschehen ist, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben 60 Jahre Lufthansa. Jetzt gerade morgen ist eigentlich 60 Jahre Lufthansa. Wir haben einen einzigen Fall dieser Art bisher gehabt. Wir haben eine sehr, sehr sichere Airline hier und ich glaube, das Vertrauen wird nach dem ersten Schock auch sicherlich wieder zurückkehren. Man sollte das jetzt... Und, äh, insgesamt auch ein bisschen äh, wieder einordnen. Und ich glaube, das können die Menschen auch. Mhm. Weil wir haben jetzt schon viel gehört über den Konkurrenzkampf am Himmel. Die Sparzwänge ja, werden immer enger. Was hat das für Auswirkungen auf die Sicherheit? Naja, also im Zusammenhang mit diesem Unfall äh, kann man keinen... Äh, keine wirkliche Verbindung erkennen zwischen äh, Sparzwang und äh, Sicherheit. Ganz generell in der Branche muss man natürlich schon sagen, je mehr Geld ich aus einem System ziehe, äh, desto ja, weniger oder je weniger Geld ich im System habe, äh, desto weniger kann ich tun und desto mehr muss ich sparen. Und dieses Sparen kann sich auch negativ auswirken. Wir haben ja beispielsweise in Europa zunehmend äh, Arbeitsverhältnisse mhm. in Form von Scheinselbstständigkeit, äh, die dann die Piloten unter Druck setzen, eben nicht die beste Entscheidung mhm. im Namen der Sicherheit, sondern äh, ja, die Entscheidung, die dem Arbeitgeber fällt, gefällt, äh, zu fällen. Und das ist mhm. natürlich schon eine negative Auswirkung. Ihr Kampfwerk. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne.